Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Empyreon. Wir sind hier auf Sixomed noch unterwegs. Sind noch am Erkunden, haben schon ein paar ganz geile Minen entdeckt. Und haben leider auch gesehen, dass hier Overseer rumrennen. Also wenn wir raus wollen, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Haben wir hier, der Rest vom Kleinen. Da ballern die MGs auch schon wieder. Ausgestiegen bin ich zwar noch nicht, aber auch die Konditionen werden hier bestimmt wieder beschissen sein, so wie immer. Oh, wir haben Silizium Mittel. Wie groß ist der eigentlich? Mittelgroß. Ja, und auf jeden Fall, auch wenn es nicht viel ist. Goldminen werden ja wahrscheinlich klein sein. Oder sehr klein. Kommt wieder was von den Kriegen. So, Zaskosium und Erestrum Mittel. Restrum Klein. Was haben wir denn da von den Kriel? Insula. Da kann man auf jeden Fall reingehen. Ja, ich schon mal sagen, dann können wir mal gucken hier. Hast du einen Händler oder was? Soldat? Das sind normalerweise diese Kopfgeldjäger oder so, ne? Ja, den kennen wir auch. Ja, bloß nirgendwo zugreifen. Da gibt's aber nichts. Das scheint es schon gewesen zu sein. Tja, laufen hier wie wild rum. Leider keine Händler. Oh, nichts übersehen, ne? Nö, das ist alles. Naja, nix Dickes. Das Kosium Klein entdeckt. So, da 800 Meter. Da drüben war auch noch was, ne? Ne, die haben wir. Boah, können wir auch erstmal noch da fliegen. Da ist das erste Gold. Da unten im Canyon oder was? Hier irgendwo ein Freak rum. Ja, ja. Ist schon am Ballern. Dann hoffen wir mal, dass alles weg ist. Warte mal. Ey, der verspringt hier über voll. Jetzt hier steht? Ne, zack, wieder nach oben gesprungen. Und wieder. Scheint irgendwie Spaß dran zu haben. Also er setzt mich immer wieder weg. Ah, hör ich hier Schritte? Als wenn ich hier eben gerade Schritte gehört habe. Thank you.
Juri, da ist 16 Meter. Alter, ich falle hier gleich voll runter. Ich muss hier natürlich auch wieder rauskommen, ne? Ist ja klar. Dann bohren wir uns mal runter zum Gold. Da wird ja wahrscheinlich nur ein Brocken liegen, ne? Müsste direkt da sein. Wo ist er? Ist er schon weg? Achso, ich bin Fisch. Ist hier rechts von mir? Ja, ja, renn zu einem Schiff, sicher. Das brauchen wir halt auf jeden Fall im Moment erstmal nicht mehr als Bohrer. Er ist doch klein. Da ist die nächste Gold. Irgendwie ist Viehzeug. Oh ja, da ist schon was hier. Irgendwas. Ah. Oh, hast du Chinesen? Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Penta. Hier ist es ein bisschen weiter, bis die Goldmine anfängt. Einigermaßen gerade hinstellen. Das Schiff steht, Mann. So, ich hoffe mal nicht, dass ich von irgendwelchen Viechern entdeckt werde. Da ist er schon. Oh, da ist noch einer. Okay, da habe ich jetzt bei der anderen Mine gar nicht aufgepasst. Ja, die ist auch noch da. Da muss es noch ein. Da steht auch 100% Erz über. Obwohl, das steht hier bei meiner auch. Ist die Frage, gibt es da hinten wirklich noch Erz? Sand draufgekackt, so viel gibt es ja nun auch nicht. Wir erkunden jetzt hier noch die Minen oder machen uns hier wieder weg. Ist das Kosium beides? Ja, die kriegen wir auch mit einmal. Und wieder das Kosium, alles immer nur das Kosium klein. Da ist dann schon wieder diese Promethium groß. Ich denke mal, wir können ja abhauen. So toll ist der Planet nicht. Du, haben wir schon deutlich bessere gesehen. So, wir werden natürlich wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite geparkt haben, ne? Also ist es. War ja auch nicht anders zu erwarten.
Na, wir gucken jetzt mal, ob wir uns nicht den TIE Fighter bauen können. Ich habe hier ein Monster-Lag. Packen wir aber richtig. Wir haben ja hinten immer noch den X-Wing stehen. Auf in die Höhle. Captain kommt. Ja, wenn wir den. Achso, hab ich X-Wing eben gerade gesagt. Ja, ne? Ne, ich will natürlich den nicht den X-Wing bauen, ich will den TIE Fighter bauen. Jetpack aus hier. Deswegen habe ich jetzt auch den mal hier hingestellt, weil der würde da hinkommen. Dann haben wir die beiden kleinen auf der Seite und den großen dann in der Mitte. Genau. Ah, hat aber nicht gereicht. Da brauchen wir eigentlich mehr von, ne? Der ist ja. Achso, der braucht die Matrix gar. Der braucht nur 4 von den Brücken. Tja, aber ich glaube. Soll ich das Gold dafür nehmen? Ja, er hat immer noch jede Menge Erze, ne? Ach komm, ich mach das mal. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das reicht. So, der produziert immer noch in den rein. Oszillatoren. Da, Goldbarren. So, zack, 1000, wirst du auf gar keinen Fall schaffen. Na, noch alles so drin, da kannst du auch schon mal Barren machen. Nur dem 1000, 1000 Kupfer, hast du noch Kupfer? Ja, hat er auch noch. Silizium hat er auch noch. Und Erestrum und Satium. Und Zaskosium hat er auch noch. Ja, alles hier drin. Wie sieht's mit Kohlenstoff aus? Wenn du damit fertig bist, kannst du eigentlich nochmal gleich wieder. Nee, warte mal, 4000 Kohlenstoff machen. So, dann ist das in Arbeit. So, wie sieht's hier überhaupt aus? Zack, mal wieder ein bisschen Strom rein und machst du noch irgendwas? Raketen wahrscheinlich, ne? Oh, nö, macht er nicht. Tisch, 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 Tisch. Kann ich die Kerne schon mal mitnehmen? Rockets haben wir hier, ne? Warte mal, Rockets Ammo. Ich pack mal wieder was in Rockets Ammo 2. Da. Aber 150 mm schon über 23.000 Raketen. Von den großen nicht ganz 4.000. Er hätte auch Erestrum schon gar nicht mehr so viel drin. Oh, aber naja, das ist ja gerade in Produktion. Sauerstoff mitnehmen hier. Ab ins Restaurante. Mir ist ein bisschen Fleisch. Kann ich mir auch irgendwas reindonnern?
Immer wieder verblüfft, wie viel doch so eine Waffe gibt. Ja, hier das Döschen. 106, passt doch. Also, wieder einzuholen. Tisch. Zack, 46 Kerne auf Tisch. Ja, Strom haben wir nicht gespart. Danach wird sie wieder auf dem Weg. System. Komm, jetzt gucken wir uns das kurz an oder fliegen wir hier einmal die Planeten ab. Links ist das Ziel. So, ein Asteroidenfeld. Gleich mal ein Kriel Nexus entdeckt. Kann eigentlich nicht das sein. Ist das hier hinter uns, wa? Da! Sieht irgendwie aus wie ein Asteroid, ne? Ja, die bauen hier ab. Ja, da müssen wir unbedingt mal glotzen. Die hier nicht einen Händler haben. Achso, warte mal, was gibt's hier? Eisen, Kupfer, Silizium, Neodym. Halten wir für nichts an. So rüber. Na, Beleuchtung hier. Ah, da geht's gar nicht rein, ne? Oh, da ist doch irgendwo ein Eingang. Das sieht nicht so aus. Nee. Ist wahrscheinlich eine automatisierte Bergstation. Bergbau. Ist schon wieder irgendwas mit dem Sound. Es kam auch schon wieder ein Windows-Update. Das versaut mir immer irgendwelche Soundeinstellungen. Ja, ein Warp-Beacon, das haben wir ja sowieso schon uns angeguckt. Das würde mich noch interessieren, was das für ein Raumschiff ist. Kommt doch mal in unsere Richtung. Klackern im Hintergrund. Jo,
Moment mal checken, was das ist. Eisenasteroid entdeckt. Ich will eigentlich nur noch das Raumschiff da sehen. Ob das was Großes ist? Boah, fliegt voll ins Asteroidenfeld rein. Es ist nur beim Schub von hinten. Dieser komische Sound. Ja, jetzt ist er wieder da. Endlich aufgedeckt hier. A Beholder Heavy. Also das ist auf jeden Fall nicht dasselbe wie beim letzten Mal. Ich hoffe, ich komme hier auch überall durch. Es sieht komisch aus. Es wird schon eng hier. Mit meinem fetten Arsch. Es sieht auf jeden Fall komisch aus. Wie irgend so ein Raumschiff, ne, was so zum Transportieren von irgendwelchen großen Sachen ist. Servus. Das kannst du ja jetzt nicht schon wieder machen. Ey, das habt ihr mit mir schon mal gemacht. Ihr könnt doch nicht einfach die ganze Zeit stehen bleiben und wenn ich komme und angucken will, dann haut ihr ab. Ich block dich. Du kommst hier gar nicht weg. Bleib hier. Ey, ich schieb mich einfach zur Seite. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, aber da es am Fliegen ist, da werden wir nicht großartig uns das angucken können, wenn ich jetzt aufstehe. Dann ist es weg. Wir fliegen weiter zum nächsten Planeten. Ah, hier, direkt an der Sonne war auch noch was. So, bin ich mal gespannt. Ein gelber Planet, ob das so ein Wüstenplanet ist? Und Chip. Und da sind wir. Hat einen schönen fetten Ring um sich rum. Die Lage checken. Ja, alles Kriel. Höchstwahrscheinlich sind wir hier safe. Trauen sich irgendwie keine Gefährlichen zu den Kriel, wa? Eisen, Kupfer, Magnesium, Neodym. Ja. Magnesium können wir natürlich wieder gebrauchen, wie immer. Da sind auf jeden Fall zwei Asteroiden. Und ist das ein Kriegsschiff? Ja, ja, das bewegt sich da auch. Sound ist echt komisch. Von euch jemand wissen, was das ist, dann bitte mal unten in die Kommentare schreiben, weil ich habe keine Ahnung. Kann ja nicht normal sein. Ganz ehrlich, ich guck mal eben nach, ey. Ach ja, stimmt ja. Man konnte hier ja gar nicht so viel machen. Sonstiges. Auch nichts mit Sound. Weiß gar nicht, ob ihr in dem Let's Play meinen Avatar schon gezeigt habt. Hier seht ihr ihn. Ich wollte kein Mensch sein, ich bin grün.
Ist denn hier noch irgendwas mit Sound? Nicht wirklich. Alles nur Grafik. Ja, die Soundeinstellungen sind jetzt nicht so dicke. Musik ist auch ganz aus. Es war leider heißen. Was haben wir da von den Krielen? Was ist das? Ist das was richtig Großes? Jetzt weiter, wahrscheinlich genau zum Asteroiden und da wird er bestimmt anhalten, ne? Den können wir uns das Raumschiff mal in Ruhe angucken. Er fliegt da dran vorbei. Zieht jetzt eine Kurve zum Asteroiden, ne? Jetzt fliegt er nochmal drum rum. Nee, der fliegt doch nicht zum Asteroiden. Schade, schade, schade. Ey, das ist mal was anderes. Das waren die Trader, glaube ich, ne? War hier nicht noch irgendwo näher einer? Genau da. Da könnten wir auch direkt hinhoppen. Ja, komm, klär den nochmal auf, yeah. Unter 2 schafft das, glaube ich, ne? Jetzt hat er. Ey, Magnesium, das ist ja wunderbar, genau zum richtigen geflogen. Ja, schade, dass wir immer noch kein Gold-Asteroiden gefunden haben. Weil es ist jetzt nicht ganz sicher, weil ich nicht so im Kopf habe, wie viel wir er noch brauchen. Aber kann sein, dass uns ein Goldasteroid schon reicht, um dann unsere große Basis zu bauen. Da klebt doch alles voll. Der absolute Wahnsinn, oder? Das ist hier die gesamte Seite voll mit Magnesium. Ich kann jetzt zwar nicht für jedes Krisensystem sprechen, aber Leute, wenn ihr Ärzte braucht, fliegt zu den Krisen. Wenn es eure Kumpels sind. Wenn es nicht eure Kumpels sind, sind die bestimmt nicht so begeistert, wenn ihr im Territorium rumeiert. Wenn ihr vorher noch T-Rex abgeschossen habt, ist super. Ein Asteroid besser wie der andere.
Schotter. So, noch mal da unten noch Magnesium. Schön angedockt. Stuff hier. Weil ich will sowieso noch mal runter zu den Constructern. Schapter, da bin ich noch was vergessen. Ich meine, der ist ja fleißig, ne? Aber der hier macht überhaupt nichts. Also gar nichts. Du kriegst erstmal wieder die Erde. Ach nee. Magnesium braucht er hier gar nicht. Ja, so, schön sortiert. Und er wird damit halt auch auf jeden Fall schon fertig sein, ne? Ja, gerade mal 16 Wachen. Damit kann ich gar nichts machen. Was kannst du denn mir noch vorproduzieren? Erestrum und so kriegt er ja bald Nachschub. Du könntest eigentlich mal so ein paar Grundmaterialien vorbereiten. So, da kommen zwei raus. Der macht doch mal 400 Elektronik. Was hast du denn noch hier? Wenig am Start. Okay, Matrix ist noch so einiges da. Computer. Da kannst du auch mal 100 vorproduzieren. Wie sieht's mit Motoren aus? Okay, da war jede Menge. Kondensatoreinheiten, Nanoröhren, Oszillatoren haben wir auch jede Menge. Komm, hast du noch davon ein paar? Okay, ne, mechanische Komponenten brauchst du nicht machen. Kabel habe ich auch jede Menge. Genau. Es fällt mir jetzt erst ein. Du könntest mal. Genau. Davon mal welche machen. 1000. Das sind 10.000. Machen wir das? Dann ist das schon mal in der Produktion. Und wir haben hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und sehen uns aber beim nächsten Mal, wenn wir runter auf den Planeten gehen. Bis denne und ciao.